immer. Junge. Dann machen wir mal weiter. Ich möchte die Episode mindestens heute noch durchkriegen. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their Papa Wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. And then they worked together to learn how to use his power and to follow the rules for them. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick, so they had to move on. On the way, a deadly predator attacked them. But they scared it away. They decided to journey to the home of their nearby ancestors to seek help. Finally, the tired and hungry brothers made it to the home of their ancestors. The old wolves invited them to stay. They even took care of them. They were happy to have a safe, warm place to rest. The little wolf even made friends with a raccoon, and together they went on awesome adventures. Unfortunately, the hunters were hot on their trail and found them. But the old wolves helped the brothers escape. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south to the distant homeland of their Papa Wolf. Ja. Also ich versuche jetzt noch Kapitel 3 durchzukriegen. Und ja, die Folgen all deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf die Welt um dich herum und deinen Bruder aus. Wähle mit Bedacht. Das ist bestimmt ein Traum, oder? Danke für die 5 Bits und den Furz. Das war echt Timing. Oh, scheiße. Wait, you little shit. Daniel, get your ass over here now. Das ist doch... Hä, Seattle, 3 Monate so vor dem Vorfall. Shit. I can't wait for the show with the whole crew.
Okay. Jetzt können wir uns noch mal umschauen. Man, that would fucking kill me if he found this. So Ach so, he'd better du not bist auch so find ein it. kleiner Kiffer. So much bullshit. But I got phone and party bills now. Sehr geehrter Manager der Z-Mart-Verkaufsabteilung, mein Name ist Sean Diaz und ich bin ein 16-jähriger Schüler mit einem Notendurchschnitt von 2,5. Mrs. Castillo vom Jugendzukunft-Projekt hat mir ihr Geschäft und ihre Abteilung empfohlen, um mich auf eine Position als Teilzeitassistent zu bewerben. Ich habe im Kundendienst der Werkstatt meines Vaters gearbeitet, seit ich 13 war und habe Erfahrung mit Menschen- und Kassensystemen. Als Läufer ist mir die Bedeutung von Teamarbeit bewusst und da ich ihre Sportabteilung bereits kenne, denke ich, dass ich eine gute Ergänzung für das Verkaufsteam des Z-Marks wäre. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass ich bald von Ihnen höre. Mit freundlichen Grüßen, Sean Diaz. How did I get Lila to talk me into this shit? Okay. Looking kind of lame. Swipe Okay. left. Ach komm. In 3 Monaten wirst du das hier alles vermissen. Of course. Like, I want to play fucking hide and seek. Gift from Lila. Oh. Daniel never got so close to proposing to her. Roboter fertig. Oh, schön. Too bad we didn't have a clue she hated all of us. Okay. This thing is so cheap and ugly. Es I hätte love it. so kleine Zitzen, na? Ew. Leilas Brief. Man, my brother's a little player. Lila loves it. Leila, vielen Dank für die Packung Süßigkeiten. Ich liebe die. Du bist nett. XXX Daniel. Oh, so süß. How cute you wanna be. Ooh, that Oh. confiscated the money box after that. Daniel was a total rage ball. Lehrer Miss Morrison, Datum 10.06. Not 4 bitte, Elterngespräch mit Lehrer vereinbaren. Oh. Ja, man sollte schon versuchen, gut in der Schule zu sein. So lucky Noah lives downtown. Else they'd drive me crazy 24/7. Das ist wohl wahr. Got this for a girl in 8th grade. But I chickened out. No. Who would have thought playing Minecraft would get him back to his blocks? Oh, no time for this. Where are you? Wo ist der kleine Penner? Gott, die hatten es so gut, ne? Mit dem Haus. Ne, da darf ich auch Maybe he's invisible now. nicht. Na, da hatte er seine Kraft ja noch nicht, ne? Durchsuchen. Whoa, hold on. Let go! Stop it! Dude, I told you to stay out of my room. Ow! That hurt! Yeah, I'm not fucking around anymore. Got it? Do you hear me, Daniel? You shall not enter your brother's room. Watch out, man! You started it, dickhead! What is this crap? Are you fighting again? You proud of yourself? Stop it! Enough! Getting tired of this. Sean, what happened? Now! We were just goofing around, Dad.
swear. He started it. He always gets mad. He's totally lying. You little... Enough! You both better listen because I'm tired of this crap, okay? This is my house too, not your playground. You hear me? Jeez. You guys are working my last nerve this week. You okay, mijo? I'm going to talk with your brother. You know the drill. Bedroom and no games. I didn't do anything! Uh-huh. Let's talk. Ugh. Now. This is so stupid! It's bullshit! Okay. You really taught that book a lesson. You done? Hmm? Whatever. Like you're gonna believe me. Daniel's always right. Look. Please? Listen, Sean. I can't do this on my own. I can't. I need you to help me. I know you don't want to babysit Daniel. You grow up. You need space, more freedom. I get it. But we're a trio now, and you gotta take some responsibility. That little shit is just a kid. You're almost an adult. I know that, and I do look out for him, I swear, but he's a little brat. So were you. And you had 8 years of being spoiled before you had to share toys with your little brother. I know it might sound cheesy, but we have to be good role models for him. He's a Diaz, right? Okay. I hear you. I'll try to be super bro. Just try to be there for him, like you are now. Says mi hijo. I'm late for work. Go talk to your brother and work this drama out. We'll go to the movies tonight if you guys don't wreck the house. I know you love to hear this, but I'm proud of you, both of you. Okay. Get back to work. Ja. Ja, was ist denn? Dann wollen wir mal. Ach Gottchen, ey. Can I come in? It's the big bad brother. No! Stay out! I said no! Get out! Whatever! I'm not listening. La 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 la. I come don't on, hear anything. Dude. La la la. Oh, you kept this guy. We got him from that creepy circus, remember? You wanted him so bad. Got him for you shooting at that freaking target. Yeah, right. Dad aimed the gun. So what? You still won. Because of me. Leave me alone! Na komm. Damn. Sei nicht so zickig. That made me give this to you. You always wanted my toys. Does this even work anymore? Not after you took care of it. Poor robot. No battery. Duh. Why are you still here? And don't touch my stuff. Hey. That's cool. Did you make it? Be careful! Whoa. It's fragile. No problem. Suddenly you're Mr. Careful. Okay, if I sit down? Oh, Mensch. Die sind so süß, ne?
So, when did you get this? Last month. Dad said I should learn to do stuff by myself, since you're not around as much. Hey, come on. It's not like I'm leaving home. You might as well. I never see you. We don't even play games anymore. We don't do anything. Daniel, I just... I want to hang out with my friends sometimes. You're gonna be doing the same thing in a couple of years. Hi. I don't want to grow up. It's boring. Versuch Peter Pan zu werden, dann wirst du auch niemals alt. Süßer. Here. Sorry I took it. That's what you wanted? That stupid watch? You said you'd get me one. At the thrift store last week. But you forgot. Like before. Well, you better keep this watch then. Wow! Thanks, Sean! This is so cool! Oh Gott, ich sterbe gleich! I'll keep it forever and ever. Aww. Aww. Ist das süß! Ja. Mal schauen, wenn wir heute Kapitel 3 noch durchkriegen, dann könnten wir ja morgen 4 und 5 spielen. Ach, guck mal, er hat die Uhr wirklich noch. Guck mal, der hat Haare unter den Armen. Hund? Es ist eklig. Wow, wir sind echt schmutzig geworden. Wir haben uns anscheinend häuslich eingerichtet in dem Zelt. He doesn't talk about it, but I know Daniel really misses Chris. Man, Beaver Creek feels so far away. Okay. $1,400, wow. Okay, das ist der Brief von Brody. Das ist die Zeichnung von Daniel. Wir haben auf jeden Fall... Wie viel Zeit ist eigentlich mittlerweile? Die einen Kaffee machen. Was zum Teufel, Daniel? Die erste verfluchte Rede. Wofür lief das Kind weg und hat sein Vater etwas gesehen? Daniel hat es diesmal echt versaut. Er muss das mit dem Jungen klären. Team Spirit featuring The Silver Runner. Nicht wirklich in der Stimmung für Weihnachten, aber für Daniel spiele ich mit. Er vermisst es echt wie ein normales Kind, Spaß zu haben. Hallo Weihnachten. Mein Hirn tut weh. Daniel ist sauer, dass wir weg mussten. Mir gefällt es auch nicht. Wir sind wieder auf uns selbst gestellt. Wären wir geblieben, hätten die Cops das nie und nimmer zugelassen, dass Claire und Steven sich um uns kümmern. Die hätten uns mit Handschellen in einen Streifenwagen verfrachtet. Aber was, wenn sie uns geglaubt hätten? Hab den Scheiß so satt. Ich wünschte, ihr könntet hier bei uns bleiben. Ich weiß. Ich hoffe, du erholst dich bald, alter Mann.
Wir sind also auf einen Zug Richtung Süden gesprungen. Was zum Teufel? Ach, wir sind näher an Puerto Lobos. Danny ist kalt und er hat Hunger, genau wie ich. So froh, dass er den Zug liebt. Falls wir keine Flüchtigen wären, wäre das ein tolles Abenteuer. Falls. So läuft es nun mal. (lacht) 12.12.2016. Der Schnee ist weg. Was bedeutet, es wird Zeit für uns zu gehen. Willkommen in Kalifornien. Kalifornien, wir kommen. 12.12.2016. Wieder obdachlos. Nicht fair für Daniel. Ich hasse es. Kleiner Wolf. Er ist so ein bisschen, ja. 17.12.2016. Wir haben es endlich nach Nordkalifornien geschafft. Sind vom Zug gesprungen und ewig gelaufen. Aber wir haben eine kleine Stadt gefunden. Wir mussten im Müllturm wühlen. Was jetzt? Hab nach Arbeit gesucht. Hab einen komischen Typen getroffen, der meinte, wir könnten auf einer Farm im Ort arbeiten, wenn wir keine Ausweise haben. Ich weiß warum, aber wir haben keine Wahl. Wenigstens haben wir eine Unterkunft. Das Comeback. Leute auf der Farm sind cool. Sie stellen keine Fragen. Diese Arbeit bringt uns aber nicht nach Puerto Lobos. Daniel gefällt es hier. Gut, dass ich alleine arbeiten gehen kann. Komisch, ihn nicht ständig um mich zu haben. Triff deine Wahl. Ich vermisse Papas Barbecue-Rippchen. 18.12. Gartenarbeit, $30. 20.12. Mobiltelefon reinigen, $25. Nie wieder. 21.12. Mein Geburtstag. Möbelrücken, $20. Bier. 22.12. Restaurant schon hochhalten, $10. Scheiß drauf. Atmet ein. Irre, wie viele vermissten Poster hier überall sind. Was zum Teufel stimmt mit der Region? Ich vermisse Erwachsene. Name A, 45, B, bitte, wenn Sie diese Person, Kim Race. Bürger an Heiligabend. Erstes Weihnachten ohne Papa. Ist wie ein kleines Schweinchen. Bürgersoße, Saisonkörner, Fleischsaft, Flecken, Weihnachtsleckerei, Daniels Meisterwerk. Was ist nur aus mir geworden? Wir sparen Dollar für Dollar. Zäune errichten, Scheiße hämmern. Nicht schlecht, nur öde. Frohes Neues 2017. Alle Welt ist feiern, nicht wir. Die Kühe. Ich muss mehr üben. Ich vermisse Farbe. Es war echt cool. Zitrusvampir ist nur Farbe Orange. Das sieht schon geil aus, ne? Also. Wurden von der Ranch geschmissen und der Wichser hat mir nur die Hälfte gezahlt. Was zum Teufel? Er hat gesagt, ich soll die Polizei rufen oder mich verziehen. Das Land der Freien, verdammt. Wir sind sowas von weg. Daniel wollte das Meer sehen, also sind wir per Anhalter nach Arcata. Wir haben es jetzt raus. Bequeme Fahrt. Bin froh, dass wir das umsonst tun konnten. Unter Wasser fühle ich mich immer besser. Daniel hatte Spaß. Hotspot für Hippies. Viel Gras und Tanzen. Hurra, Wissenschaft. Würden Vampire blutunterlaufende Augen verputzen wie Mini-Cocktailwürstchen? Das ist eine interessante Frage. Das müssen wir näher beleuchten, denke ich. Würden Vampire das tun? Und würden die das wirklich so ansehen wie Mini-Cocktailwürstchen? I don't know. Zum Teufel, was? Wir sind den Hipster-Punks vom Weihnachtsmarkt begegnet. Sie arbeiten auf einer Haschfarm. Schwarzarbeit, gut bezahlt, sie haben uns eingeladen. Verdammt frohes neues Jahr. Finn, Cassidy, Hannah, Penny, Hund. Finn, Cassidy, Hannah, Penny, Dog. Cassidy, sie ist so cool und anders. Vom Planet, ihr könnt mich alle. Singt wie ein Profi. Witze sind irre lustig. Danny ist sich nicht so sicher wegen ihr, aber alle lieben ihn, außer Meryl und Big Joe. Das Leben besteht nicht nur aus Jux und Tollerei. Meine Arme schmerzen von der Arbeit, aber ich werde stark, brauche mehr Schlaf. Ich glaube, sie mag mich. Scheiße, das sieht tödlich aus.
Finn, der grüne Philosoph, Anführer der Gruppe, weiß alles über Gras. Er ist auch der liebste Kerl, den ich je getroffen habe. Hat mir alles übers Zurechtschneiden und so beigebracht. Ich kann ihn nicht durchschauen, aber er ist schlau. Nur Hannah kann ihm in den Hintern treten. Meister der Messer. Ich hänge gerne mit ihm rum. Unglaublicher Sonnenuntergang. Wir haben ihn uns still angesehen und einen Joint geraucht. Es macht Spaß, Hannah und Penny zu zeichnen. Sie sehen aus wie Anti-Fashion-Ikonen aus Santa Fe und Detroit. Ich glaube, Hannah hasst mich. Sie ist älter und hält mich für einen Heuchler. Penny hat eine Theorie für alles. Etwas paranoid. Aber er bringt mich zum Lachen. Wir mussten heute das Gewächshaus aufräumen. Spaß. Fühlt sich gut an, jeden Tag Geld zu machen und zu sparen. Haben die neuen Arbeiter aus Europa getroffen. Anders und Ingrid. Oder Ingrid? Niedliches Paar. Da möchte ich gleich ins Ausland reisen. Eines Tages. Hatte eine lange Unterhaltung mit Jacob. Er ist wie ein kleines Kind. Er lebt in irgendeiner religiösen Kommune in Havenport, Nevada. Hier scheint es ihm gut zu gehen. Frei? »23.02.2017. Hatte ein paar Bier. Daniel schläft. Das gleiche jede Nacht. Er will mehr trainieren, aber wir haben keine Zeit. Plus müssen uns verstecken. Es ist nicht leicht.« Okay. Yep. I'm a real man now. Total. Kind of. Still can't believe we ran into the guys again. Ja, ist schon cool. Talk about fucking fate. Daniel keeps reading it. Again and again. I told him not to count on her. He won't listen. Another month, and we'll be hooked up for Mexico. Ja, wir haben endlich mal ein bisschen Geld. Das finde ich gut.